Willkommen, liebe Freunde, zu unserem nagelneuen Projekt. Und zwar der Sache, auf die ihr uns schon hinweist seit dem ersten Tag. Ihr wollt gerne ein One-on-One? Hier ist ein One-on-One in eurem Lieblingsspiel Super Mario World. Wow. Ja. Ja, genau, ne? Boah, ey. 96 Exits. Das war dein Einsatz. Ach so. Hallo. Was weiß ich. Gut, Cole, pass mal auf, wir fangen genau, wenn die Uhr eine Minute schlägt, an. Ja. Die Parts sollen immer 20 Minuten gehen, Leute, damit wir auch genau wissen, ne, wann ist Schluss, weil man darf das Level dann ja nicht mehr beenden und so. Ja, richtig. Und zwar in 3, 2, 1, go! Stehst du auch so auf dem Yoshi aus? Nee. So. Ja, warte ich doch. Geh wieder zurück. Ja. Dann sag mir doch. Geht trotzdem nur 20 Minuten. Ja, die letzten Start. Jetzt sehen die Leute die ganze Zeit schon, dass es falsch ist. Das geht mir jetzt schon auch für die Ästhetik super unangenehm. Wollo, wenn wir eine Sache nicht haben, dann ist es Ästhetik. Okay, ich stehe auf dem Yoshi aus und in 3, 2, 1, 96 Exits, go! Angefangen. Ein bisschen Vorsprung brauche ich ja, ich kann ja nichts. Gut, wenn Cornel gewinnt, dann mit einer Sekunde Vorsprung, dann habe ich in Wahrheit gewonnen. Guck mal, so ein Putzi ist er, dass er das doch erwähnt jetzt. Ja. Aber gut, ich schaffe auch zwei. Das ist kein Problem. Da kenne ich nichts. Du hast es ja lange nicht mehr gespielt, glaube ich, ne? Alter, wie das aussieht, dass die Farben sind komplett anders wie auf dem Emulator. Das wird halt jetzt nicht laggen, das ist halt das Ding. Ja, ist so gut. Leute, ich spiele übrigens nicht auf dem bösen Emulator. Ich habe das Spiel gekauft. Ne, habe ich nicht. Jetzt hier Switch Online, scheiße. Na gut, dass es das gibt. Ich spiele es auf SNES Mini. So, damit die wichtigsten Dinge geklärt werden. Welchen Controller benutzt du? Ich benutze einen Super Nintendo Controller. Krass. Guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel auch gar nicht eine aus Versehen Taste. Oh, scheiße, doch. Man kann ja Save States machen. Ich auch, aber das ist nicht mal eben aus Versehen gemacht. Das stimmt, ja. Ja, mein Emulator hatte ich ja immer, habe ich ja immer aus Versehen Save States geladen. Ne, weil man hat ja einen Zeigefinger. Und der Zeigefinger liegt ja immer auf den Schultertasten. Auch wenn man sie nicht drückt. Ich find's halt krass, dass. Also. Generell, ich finde ja Save States mega scheiße, ne? Ich bin da ja übelst gegen, wenn ich in Stream oder so bin oder ein Let's Play gucke und ich sehe, dass da jemand ein Save State macht, bin ich raus. Dann mache ich aus. Sofort, instant. Ja. Weil dann habe ich keinen Bock mehr, das Spiel zu gucken. Ja. Und ich finde es halt schon krass, dass ihr solche Save States-Tasten auf dem Controller-Button legt. Das finde ich einfach nur noch belastend. Das zeigt ja schon, wo wir angekommen sind. Die Leute sind nicht normal, weil. Nee. Wenn du früher SMW-Hacks gespielt hast, dann waren das halt Level, die du nicht ohne Save State spielen konntest teilweise. Nein, ging gar nicht. Ich habe schon Grand Puver 2 Levels geschafft. Und so, ohne Save State. Aber ihr konntet das nicht, ne, in eurem kack-billig Pussy-Modus. Alter, wenn ich das immer gesehen habe, ne, wenn Leute solche SMW-Apps gespielt haben, wisst ihr, über jeden Goomba, den sie gesprungen sind, Save State. Wo ich mir auch denke, Alter, wow, das macht so viel Spaß, dir zuzusehen. Ist eine richtige Herausforderung, ob es wohl schaffen wird? Habe ich es geschafft? Weil du wirst einmal getroffen, Safe State laden. Alter, wie langweilig! Geht's so schlimm wie, war doch, das Mann. War so schlimm, habe ich bei Emero gesehen. Ich nenne jetzt Namen. Alter Junge, kannst doch keine Namen droppen. Oh doch, denn das ist die einzige Möglichkeit. Können wir den jetzt in den Titel schreiben, damit das die Leute anklicken? Ja. Ansage an Emero, ich sag's ganz klar und offen. Sag dreckige YouTuber. Denk noch mal drüber nach, Emero, ne? Wenn du jetzt auch mal selber drüber nachdenkst, wie das damals war, ne? Mit über einen Goomba springen und Safe Set. Findest du das selber persönlich spannend? Ich erwarte eine Antwort unter diesem Part. Das kannst du mir nämlich nicht erzählen, dass du das selber ansprechend findest. Auf gar keinen Fall. Kann mir kein Mensch erzählen. Doch, das war super. Ich habe auch Hex ohne Safe Sets gespielt. Ich glaube, Tots World. Ja, das kann man sich auch angucken, aber es ist doch mega langweilig, wenn die Leute da dauernd Safe-Staten. Das ist doch. Ja. Das wäre so, wie wenn ich jetzt in SMW hier nach jedem Goomba ein Safe-State setze. Nein, so wäre es ja nicht, aber. Doch, wär's. Nee, wär's nicht. Und ich würde all eure Hacks, die ihr damals für ohne Safe-State kann man die gar nicht spielen, würde ich alle ohne Safe-State durchspielen. Ja, mach doch mal. Das ist doch ein guter, cooler Content. Das ist doch Content, ne? Direkt wieder neuen Content gefunden hier. Bam. Mach mal. Mach hol dir mal die alle bloßzustellen. Und spiel das mal ohne Safe States. Ja, easy, als ob das nicht geht. Dann dauert das halt ein bisschen länger, aber dann ist es immerhin spannend, ob ich schaffe. Krasses leckt an der Stelle nicht. Ich kenne es irgendwie so gar nicht mehr. Ich kenne das nur noch so. Verrückt, Alter.
In dem Level hat es immer geleckt. Es leckt auch jetzt ein bisschen. Boah, aber die, Ich nehme mal an, wir sind im gleichen Level. Das ja, Wasserlevel halt, ne? Ja. Sag mir mal, wenn du das Wasserlevel geschafft hast. Hab ich. Oh, fuck, er führt. Ja, aber ich hab den gelben Schalter noch nicht geholt. Ach so, den hab ich schon. Ja, ich auch. Mann, Spaß. Ah! Vor allem, dann kannst du nicht so knapp vor mir sein. Ich wollte dir ein bisschen Hoffnung geben. Konnte ich gewinnen? Ja. Wir haben eine Sache gar nicht besprochen, die eventuell wichtig ist. Was und denn? Zwar, wie machen wir das denn mit Star Road und Special World? Ja. Darf man die machen, wenn man lustig ist? Oder muss die erst am Ende geholt werden? Du oder wie ist alles das? Machen, wie du lustig bist, ich aber... Lustig, ich bin geil. Bowser muss als letztes gemacht werden. Ja, das hätte ich auch gesagt. Genau. Muss man die Vordertür nehmen oder darf man auch die Backdoor nehmen? Man muss natürlich die Vordertür nehmen. Okay. Gut, dann haben wir alle Regeln geklärt, Leute. Ja, und der Verlierer... Und wenn der Part vorbei ist und jemand hat das Level noch nicht beendet, dann muss er das Level neu starten. Ja, klar. Und der Verlierer ist als Bestrafung eine 15-Mann-Currywurst-Platte. Ja, eine Bestrafung könnten wir eigentlich auch mal, wäre ganz geil. Aber die musst du dann ausnahmsweise dann noch mal erledigen. Hä? Ich habe meine immer erledigt. Nein, hast du überhaupt nicht. Essen. Ich bin der Einzige, der Bestrafung gemacht hat. Ja, dann lass machen, der Verlierer muss einen Regenwurm essen. Nein, das mache ich nicht. Das ist unwürdig, Alter. Nein, was vernünftig unwürdig, ist. Wie 15 Alter. Portionen Currywurst essen oder so, das ist okay. Der Verlierer muss 10 Liegestützen machen. Boah, das sieht aber doof aus, ich bin fett. Ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich kann die auch nicht, das ist ja der Spaß daran. Ja, aber ich habe einen Bandscheibenvorfall, nicht, dass ich wieder einen Bandscheibenvorfall kriege wegen der Scheiße. Ach, ich gewinne ja, ist ja kein Problem. Stimmt, nee, weißt du was, Cornel? Ein Regenwurm essen. Wobei, nee, das ist, wobei doch. Die Twitter-Aufmerksamkeit möchte ich eigentlich. Ja, ne? Das ist jetzt das Ding, ne? Ja, die Hashtags, die gegen uns auch, ja. Ja, eben, auch negative Promo ist Promo. Das ist halt. Ja, das wäre unsere erste Promo überhaupt. Jemals. Ich kenn das nicht. Ja, deswegen, überlegen wir uns, Leute. Ihr könnt ja sonst auch gerne in die Kommentare, um hier ein bisschen Aktivität vorzuheucheln, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so für super lustige Bestrafungen hättet. Ja, finde ich eigentlich nice, wenn ihr das machen würdet. Und natürlich Team Dürüm oder Team Taxiteller? Ah ja, das ist ja eine unfaire Abfrage. Für die Hashtags. Ich bin Team Dürüm. Ja, nee, Korn ist natürlich ja Team Taxiteller. Ja, klar, dass Taxiteller gewinnt, ne? Das ist ja so wie... Taxiteller ist gerade so im Hype. Das ist einfach nicht mehr normal. Ja, das ist ja so wie bei, wer weiß denn sowas, möchtest du hinter Elton oder hinter Hohecker sitzen? Weiß ich nicht. Ja, kenn mich damit nicht aus. Jeder will hinter Hohecker sitzen. Ich habe das noch nie gesehen. Was? Alter, wer weiß denn sowas? Richtige Ehrenaktion. Ich will, Ehre? Weißt du, warum ich das hier mit dir mache? Im Grunde wenn du da mal hinkommst. Grund. Ich möchte sowas eingeladen werden. Wird man das als Let's Player? Ich hätte so gerne... Ja, war Dom Tendo schon da? Nee, Dena war da. Ja. Und Joyce. Was ist Joyce? Und, ach so, die eine. Heißt sie nicht Joyce? Ja, doch. Doch, ist okay. Ja, ich weiß. Ja, und Trimax und Trevi waren auch da. Ja, dann sehe ich uns da locker. Trimax hier. Den habe ich auch noch nie gesehen. Du hast noch nie Trimax gesehen? Nee, der macht halt gar nicht meinen Content. Ja, gut. So gar nicht, ne? Also jetzt nicht von wegen, wie er kommentiert, aber das weiß ich nicht. Ja, aber die Spiele, die er spielt, lassen es halt schon nicht zu, dass Es ist okay, Bolo. Da ich lande. Ich werde ein Titel schreiben. Ansage gegen Emero und Trimax. Und bei einem kriegen wir da sogar vielleicht ein paar Klicks dadurch. Ja. Beim anderen nicht. Ich weiß jetzt. Oh! Okay. Oh! Shit! Da kannst du fast genauso gut Wollo in den Titel schreiben, das macht keinen Unterschied. Nee, ich schreibe in den Titel Wollo beleidigt Emero. Ja. Ich glaube, der zieht besser. Das können wir machen. Nice, das gefällt mir. Das Schlimme ist, ich habe gar nichts mit Emero zu tun, also so überhaupt nicht. Ich habe den eigentlich kaum gesehen. Das Einzige, was ich jemals bei Emero geguckt habe, war, glaube ich, Super Meat Boy und das hat mir ganz gut gefallen. Was? Ja. Super Meat Boy ist aber das beste Let's Play bei mir, by far. Ja, aber das habe ich bei dir auch gesehen. Ja, gut. Ja, keine Sorge, Meat Boy kann man bei. Habe ich auch damals bei Table Tennis Gamer gesehen, habe ich abgefeiert. Table Tennis Gamer.
Table Tennis Game hat auch immer so Challenge-Videos gemacht und so. Da müssen wir wow, Mario Kart mit verbundenen Augen und so, ne? Alter, geil. Müssen wir mal abgucken. Leute, wenn da demnächst Auffälligkeiten sind oder gleich ne, Überschneidungen, dann sag ich mal, es gibt viele kreative Köpfe. Ne? Das kann immer passieren. Ne? Überschneidungen sind zufällig. Absolut zufällig. Aber gewollt. Ja, aber Table Tennis Game war cool. Aber der ist dann auch auf dem Japan-Trip hängen geblieben. So wie viele Leute. Wieso hängen geblieben? Ich glaube, der war schon vorher auf dem Japan-Trip. Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der studiert das ja sogar, die Sprache und so. Also wahrscheinlich ist er ein richtiger Japaner jetzt. Ich glaube, der lebt sogar in Japan. Beziehungsweise der hat alles richtig gemacht. Der hat sich eine Japanerin mit nach Hause genommen. Hat der eine Freundin? Ich glaube, die sind verheiratet. Was? David Tennis Gamer ist der hat doch jetzt so einen Super Nintendo-Kanal, würde ich sagen. Der hat doch jetzt so einen Japan-Kanal. Wo auch die Freundin dabei ist oder die Ehefrau, ich bin mir unsicher. Okay, und ist die heiß? Würdest du. Boah, ich glaube, ich habe die noch nie gesehen, ich weiß es nicht. Und dann habe ich sie einmal gesehen und ich fand sie jetzt nicht so. Okay, nein, eigentlich, nee, war jetzt nicht so heiß. Würdest du ihr ein Küsschen geben, wenn die in deinem Bettchen liegen? Nee, ich glaube nicht. Darf also, hätte ich eine Japanerin, hätte ich eine andere Japanerin. Das kann ich dir sagen, Mann. Okay. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ich könnte dir mal ein paar Japanerinnen zeigen, die ich hätte, wenn. Wenn es so weit kommen würde. Ja, ich weiß schon. Weißt du? Ja, so richtig. Rollkragenpullover, die noch nie. Na, oh mein Gott, du liegst so falsch. Wie krass machst du nix? Nein, du möchtest doch genau die haben, die noch nie so richtig. Wie nennt man das? Mir fällt gerade der Name. Das wären alles JRV-Darstellerinnen gewesen, die ich dir gezeigt hätte. Japanese Adult Video. Nein, ich meine, du würdest doch so eine haben wollen, die noch nie einen Mann gesehen hat am besten. So eine, die, nee. Die gar nicht weiß, dass es was anderes gibt. Damit als du mich? Die richtig. Damit du die einführen kannst ins Thema. Das kann ich halt noch nie. Das wäre halt mal ganz interessant. Ja, dafür bist du zu alt. Ja, das ist wahr, mittlerweile. Aber damals hätte man es gekonnt und jetzt dauert man aber nicht. Ja, ich hab. Naja, wer weiß? Ich kenne auch Typen, die. In meinem Chat, Alter, höre ich jedes hier so oft. Nur in irgendwelchen 28-Jährigen, ja, Jungfrau, ne? Warum dann nicht auch die Girls? Aber ist es das Gleiche, wenn du eine 30-Jährige in die Jungfrau fasst, wie wenn du eine 18-Jährige in die Jungfrau fasst? Darf man das so sagen? Ist das Gleiche? Weiß ich nicht. Weder eine 18-Jährige in Jungfahrt noch eine 30-Jährige. Wenn ich das mal beides gemacht habe, kann ich dir sagen, ob es das gleiche war. Leute, im nächsten Part. Wollo geht heute auf die Piste. Ja, gut, für die Videos, wenn ich das machen muss, ne? Oder keine Wahl. Ne? Ist man mal wieder für den Tag Single. Dann kann ja auch mal. Muss die Freundin auch verstehen. Muss die Freundin verstehen, für die Klicks, da hatte ich ja am Ende auch was von. Genau. Dann geht ja irgendwann geht das ja alles aufs gemeinsame Konto, ne? Man kennt es. Ja, hoffentlich. Ein Tipp an deine Freundin. Mach niemals ein gemeinsames Konto und Ehevertrag. Setzen Ehevertrag wollte, meinte sie auch schon mal. Wenn, dann gibt's einen Ehevertrag. Sonst soll das so wie beim Wendler, dann muss sie ins Dschungelcamp danach. Wenn ihr euch rennt. Hochverschuldet. Ach so, solche Videos können halt schlecht altern, aber ich würde mich jetzt halt auch eigentlich nicht trennen. Also das ist, habe ich nicht vor. Leute, das kann schlecht altern, sowas, ne? Einfach nur für den, wir wünschen es niemanden, ne? Aber man weiß nie, was passiert, Leute. Diesen Schnipsel, klippt ihn euch, schneidet ihn euch aus und wart ihn für diese Momente, ne? Ihr wisst, dieser Moment, wenn man ihn dann riecht. Und so in 10 Jahren. Ja, Bolo. Ich bin fertig mit der zweiten Version. Du? Willst du mich verarschen? Ja. Nee, das kann ja gar nicht. Ich habe halt schon Sieg mit Exits geholt und so. Oh, apropos, ich muss mal wieder auf die Uhr gucken, ne? Das Öhrchen. Nicht, dass wir hier. Zeit vergeht schnell, wenn man Spaß hat. Das ist das Ding. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Macht auch ist auch ein spaßiges Spiel so. Muss ich auch sagen. Ja, vielleicht gehen wir mal auf die Origin-Story ein. Warum machen Wolle und ich eigentlich SMW One-on-One jetzt? Weil wir es noch nie gemacht haben. Das ist nämlich voll nice, Leute. Wir machen hier keinen recycelten Content. Nee, das gab es in dieser Form noch nie. Die DKCR One-on-One kommt, Leute. Kommt irgendwann.
Nee, aber wir haben es noch nie gemacht. Warum, Wollo? Weil du dumm bist. Das stimmt. Ja, erklär den Leuten mal, warum wir es noch nie gemacht haben. Ich fand früher, dass Super Mario World das schlechteste Super Mario Spiel ist. Aber das hat Gründe. Und zwar bin ich auch heute noch davon überzeugt, dass es auf dem Emulator sich wie Arsch spielt. So. Ich glaube tatsächlich. Also so schön wie hier habe ich es lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Das ist halt das Ding. Und dann habe ich es irgendwann auf dem SNES Mini gezockt und musste so feststellen, Alter, das spielt sich eigentlich ziemlich geil, das macht Spaß. Und seitdem bin ich ein SMW-Boy. So hat sie das früher auch auf dem SNES gespielt. Das kann gut sein, aber ich hatte es ja auf dem SNES nie wirklich. Ja, das bin immer nur mal ausgeliehen, wenn überhaupt. Eine traurige Kindheit, würde ich ist sagen. Ist so. Dafür hatte ich halt Mario World 2, Yoshi's Island. Finde ich auch bis heute noch das bessere Spiel. Nein. Das kann ich nicht bestätigen. Aber was mir Miyamoto auch so sagen. Miyamoto. Der muss es wissen. Miyamoto ist unrelevant geworden. Seit wann? Ja, der hat doch nichts mehr zu sagen. Denkst du? Ja. Miyamoto ist der Uli Hoeneß, das ist echt das Nintendo. Nee, auf jeden Fall. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Origin Story von SMW. Ja, auf jeden Fall, deswegen haben wir es nie gemacht, weil Wollo dumm ist und dachte, SMW wäre scheiße. Ist es aber nicht. Und jetzt machen wir es deswegen. Ja. Ja. Juhu. So altern. Ist doch geil, Core. So konnten wir uns endlich mal eine Sache, die wir noch nicht verplempert haben. Ja, ist geil, oder? Fühlt sich eigentlich ganz gut an. Das ist es halt. Das ist halt auch manchmal für uns alles ein bisschen schwierig. Wir waren halt Content-Maschinen, ne? Schon alles gemacht. Haben wir alles schon gemacht. Ja, sehr einfach Content-Maschinen. Kann man halt nicht anders sagen. Wir haben halt rausgebuttert wie nichts Gutes, ne? Und was hat es uns gebracht? Nichts. Nichts. Das kann man auf jeden Fall so am Ende mal stehen lassen. Das trifft sehr gut. Wobei, guck mal, wenn ich jetzt ein Spiel, was ich, keine Ahnung, das letzte Mal Let's Played habe im Jahr 2014 oder so, ne? Ja, also von den Leuten, die das damals gesehen haben, ist keiner mehr da. Wollte ich gerade sagen. Niemand. Wenn ich das jetzt remake, bin ich doch der Einzige, der sich schlecht deswegen fühlt. Weil kein anderer das jemals gesehen hat. Ja, du wirst doch der Einzige sein, der sich schlecht fühlt, weil du bist doch der Einzige, der das sieht. Entschuldigung. Weil wenn du jetzt nämlich in Mario 3D World Let's Play raushasselst, Cornel, dann garantiere ich dir, dass das keiner sieht außer du. Na klar, der hätte locker 1500 Klicks. Nee. Da würde ich fast Geld für wetten, dass es auf deinem Kanal keine 1500 Klicks hat. Ja, vielleicht nicht 1500, aber. Aber 700 vielleicht. Ja, ist doch schon was. Naja, ne? Alles unter 1000 fühlt sich schlecht an. Das kann man mal an dieser Stelle so sagen. Das fühlt sich nicht gut an. Ja, das stimmt. Die Vierstelligkeit hat schon so eine magische Note. Morton Cooper Jr. of Castle 2 is now just a memory. Oh, ich habe ihn auch besiegt. Okay. Und jetzt fühlst du dich wie ein Hengst, oder wie ist das? Schon mein Gott, das war doch durch! Ich hab ein bisschen Sodbrennen. Im letzten Aufnahmetermin war das durch, Leute. Da ja, hat er nicht mehr gehustet. Ich hab ein bisschen Sodbrennen. Damit ihr das zuordnen könnt. Ich hab mir heute den Hals verbrannt. Ich hab nämlich eine türkische Pizza gegessen, die ich noch hier rumliegen hatte. Kalt. Das war, glaube ich, nicht so gut. Ja, wo brennt man sich den Hals? Ja, seitdem, keine Ahnung, habe ich halt Sodbrennen. Ja. Okay. Kannst jetzt auch mal was zu sagen. Ich weiß nicht genau, ob ich schon mal in meinem Leben Sodbrennen hatte. Hey, du hast doch immer Sodbrennen, dachte ich. Das weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, ob ich Sodbrennen habe oder ob es was anderes ist. Also ich kann nicht sagen, ob es das typische Sodbrennen ist. Also ich merke jetzt nicht, dass mir irgendwas den Hals hochsteigt oder so. Ja, es tut ja immer weh. Es ist einfach nur saukrasse Schmerzen in der Brustgegend. In der Brustgegend? Ja, der komplette Brustbereich tut so weh, als wenn ich einen Herzinfarkt kriegen würde. Nee, das sind keine Sodbrennen. Sodbrennen sind im Hals, Speiseröhre. Ja, das siehst du, deswegen sag ich ja. Ich glaube nicht, dass ich schon mal Sodbrennen hatte. Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben es 19 Uhr, jetzt haben wir es 20:01. Also noch eine Minute oder was? Noch eine Minute, ja. Oh nein.
Das Problem für mich ist, es lohnt sich jetzt für mich nicht mehr in ein weiteres Level zu gehen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Das ist ärgerlich, ne? Das ist, tut mir ja fast oder nicht doch, leid. Ich weiß gar nicht, wie schnell das hier geht. Ah ja, bleib mal stehen, ist schon okay. Nee. Das ist schon okay. Na, da ist niemand böse auf dich. Nein, nein, das war dumm. Und da ist noch ein Ziel, noch ein Exit geholt. Stark! Ich hab noch 20 Sekunden. Ich weiß nicht, ob man in der Zeit noch ein Exit... Nein! Wie lange habe ich noch? Ja, ich bin zufrieden. Wie lange habe ich noch? Habe ich noch Sekunden? Ich habe noch 4 Sekunden, ich habe noch 4 Sekunden! Ich habe noch 2 Sekunden, ich habe noch 2 Sekunden! Und, ja gut, es ist eh der falsche Exit. Mach so. Muss ich mich jetzt umbringen? Nein, geh einfach raus. Denn da? Ja, wie denn? Kann ich ja nicht. Ich dachte... Hey. Nee, ich habe mich jetzt umgebracht, ist egal. Wenn du das Exit siehst, kannst du durchlaufen. Ich habe mich jetzt umgebracht, ist schon gut. Liebe Freunde, wenn euch das Projekt gefällt, dann hilft, dann müsst ihr. Kommentieren und liken, es muss sein. Ja, und Leute, erzählt euren Freunden davon. Wir kommen jetzt mal in der Realität, ne, in der Zukunft an. Ich weiß, Wollo ist noch ein bisschen von 2011 geschädigt. Leute, natürlich liken, ne, natürlich abonnieren, Glocke. Favorisieren, Glocke, ne? Aber ganz wichtig, schickt es in jede Facebook-Gruppe von eurer Schule, in der ihr seid. Danke. Alles klar. Bis dann und ciao.